Und nun kann ich sprechen mit Dr. Stefan Kudlich. Er ist Impfarzt im Impfzentrum Hof in Bayern. Vielen Dank, dass Sie sich kurz die Zeit nehmen, um mit uns über das große Thema Impfen zu sprechen. Und natürlich als allererstes ist die Frage, wie lang sind die Schlangen aktuell an diesem Samstag bei Ihnen? Ja, schönen guten Tag. Also zum Glück sind sie jetzt nicht mehr so lang wie heute früh. Das schlechte Wetter hat doch die Leute ein bisschen vom Impfen abgehalten, weil bei den letzten Impfaktionen die Schlangen alle vor der Halle waren. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, die Leute hier alle im Warmen stehen zu lassen. Die Räumlichkeiten sind deutlich vergrößert worden im Innenraum. Und jetzt haben wir aktuell Wartezeiten um 15 Minuten, 20 Minuten. Aber trotzdem fühlt sich immer wieder die Schlange auf. Also wir sind hier zwischen 150 und gerade um die 200 Impfungen pro Stunde angelangt. Ich glaube, seit heute früh um 8 haben wir jetzt 750 Impfungen vergeben und dann geht es weiter bis Abend um 22 Uhr voraussichtlich. Das hören wir natürlich alle gerne. Es soll ja viel geimpft werden. Wie ist da die Verteilung ungefähr zwischen denen, die sich jetzt tatsächlich zum ersten Mal impfen und all denjenigen, die sich jetzt boostern lassen? Also habe ich leider keine aktuellen Zahlen, aber ich würde jetzt mal schätzen, so um 20% auf jeden Fall. Also man merkt die letzten Tage schon deutlich eine Zunahme. Es kommen junge, also zwischen 12 und 17, aber vor allem zwischen 18 und 40-jährige Erstimpflinge kommen schon deutlich mehr als jetzt die letzten Monate. Der Trend ist schon sichtbar. Haben Sie denn genug Impfstoff für all diejenigen? Ich hatte es gerade gesagt, in einigen Bundesländern gibt es ja leider da Engpässe. Wie sieht es bei Ihnen aus? Also wir haben jetzt in einigen, ich möchte jetzt nicht sagen Nacht- und Nebelaktionen, aber man muss im Augenblick tatsächlich seinen Impfstoff ein bisschen zusammenklauben. Oder mussten wir, weil wir das hier jetzt ziemlich ad hoc auf die Beine gestellt haben, aber wir haben für heute tatsächlich knapp 2400 Impfstoffe, die wir wahrscheinlich auch durchbringen hier. Aber ab nächster Woche bin ich zuversichtlich, dass wir ausreichend Impfstoff bekommen. Die Lager sind ja angeblich auch voll mit den 50 Millionen Impfstoffen. Also wenn es jetzt Lieferengpässe gibt, dann liegt es mal wieder an der schlechten Orga von oben. Aber hier im Moment sind wir eigentlich gut versorgt. Und dank unserer politischen Führung hier auf Kommunalebene haben wir alle Rückendeckung. Und ja, wenn wir nicht genug Impfstoff haben, dann springt der Landrat ein. Der bringt dann auch schon was ran. Also immerhin die Unterstützung aus der Politik auf den unteren Ebenen, die funktioniert. Und jetzt impfen Sie 7 Tage die Woche? Oder wie genau kann man sich das jetzt vorstellen? Ja. Wann kann man zu Ihnen kommen? 7 Tage und von wann bis wann? Also wir haben hier in der Freiheitshalle... Ja, wir haben immer Mittwoch, Samstag, Sonntag, Mittwoch von 14 bis 20 Uhr und Samstag, Sonntag von 8 bis 16, beziehungsweise heute bis 20 oder 22 Uhr. Wir haben Open End normalerweise, wenn genug Impfstoff da ist und genug Impflinge da sind, dann lassen wir keinen in der Kälte stehen. Das wird alles verimpft und an den 3 Tagen machen wir hier diese Extraaktionen. Allerdings wird jetzt scheinbar das Impfzentrum, das im Landkreis angesiedelt ist, Helmbrechts, die anderen freien Tage hier drin belegen. Also es geht was vorwärts. Die Impfkampagne hier im Landkreis ist im Moment schon sehr gut und die war auch schon sehr gut. Wir haben ja schon 76% Zweitimpfungen der Gesamtbevölkerung. Merkt man denn, dass die Menschen sich noch viel darüber unterhalten, welchen Impfstoff sie denn jetzt bekommen? Oder ist man jetzt mittlerweile einfach froh, geimpft zu werden und hat verstanden, dass beide mRNA-Impfstoffe sehr gut schützen? Ja, also die Leute wollen natürlich wissen, was sie im Moment bekommen, aber man hat praktisch niemanden, der hier gehen würde, wenn er jetzt Moderna kriegt, wobei ich es noch nicht überblicken kann, weil wir ausschließlich BioNTech heute noch verimpfen. Wir haben morgen den ersten Tag, wo wir die Patienten über 30 und Schwangeren, die Patienten unter 30 und Schwangere dann nur noch mit BioNTech impfen, aber alle über 30 mit Moderna. Aber ich nehme an, das wird genauso gut angenommen. Also wenn man die Leute fragt, die würden auch das andere nehmen. Das ist kein Problem. Das sind alles sehr gute Nachrichten. Vielen Dank, Herr Dr. Kudlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vor allem jetzt noch einen erfolgreichen Impftag bei Ihnen. Dankeschön.